Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe euch heute mal eine kleine Umschlag-Arie hier mitgebracht. Ich habe ganz viele tolle Envelopes gebastelt, also Umschläge. Und zwar, anders waren hier zwei verschiedene Happy Mail-Aktionen. Und die eine seht ihr hier. Das sind, sag mal, fertige Umschläge, also gekaufte Umschläge, die dekoriert wurden. Die werde ich euch gleich als erstes zeigen. Und die zweite Happy Mail-Aktion. Ja, sind Vintage-Umschläge und da habe ich tatsächlich alles selbst gebastelt. Und da gibt es für euch noch ein bisschen was zu sehen, ja, wie man das denn halt so macht. Generell ist das eine gute Gelegenheit, um meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und auch, um mir den ein oder anderen Kommentar zu hinterlassen, wenn ihr was besser erklärt haben wollt, langsamer, schneller, schöner oder einfach mal zu sagen, hey, alles cool, wäre eine super Gelegenheit, auf jeden Fall das jetzt zu tun. Jo, dann starten wir mal durch, ne? Ich räume hier mal meinen Vintage-Stapel ein bisschen zur Seite und zeige euch hier erstmal die Umschläge. Und zwar habe ich hier einen ganz normalen DIN-Lang-Umschlag genommen. Hier so ein gefüttert ist er. Ne? Aber das tut eigentlich nicht viel zur Sache. Man kann jeden Umschlag in jeder Art irgendwie bebasteln und betüdeln. Wichtig ist, wenn ihr wollt, dass diese Umschläge tatsächlich mit der Post gesendet werden, das Adressfeld muss einen weißen Hintergrund haben, sonst hat die Post es tatsächlich schwierig, die automatisiert irgendwie dort zu verarbeiten und loszuschicken. Das heißt, das macht mehr Arbeit für die und manchmal kommen die halt auch nicht an. So, ich habe diesen Umschlag genommen, habe einen Stencil genommen, verschiedene Stempelfarben, wie ihr seht, habe ein bisschen Buchpapier genommen und ein bisschen Washi-Tape. Vorher habe ich mir für diese ganze Umschlagserie hier einmal mit meiner kleinen Schneidemaschine, mit dem Büttenschneider, habe ich mir hier Papierchen ausgeschnitten, damit ich diese Adressfelder weiß behalten kann. Hier habe ich auch wieder den langen Umschlag genommen, habe geprägtes Papier aufgebracht, Gilding Wax, jede Menge Washi-Tape hier in zum Stoff-Washi-Tape und auch ein bisschen Buchseiten. Jetzt hat sich hier noch so ein Schnipsel eingeschlichen, der gehört nicht dazu, bleibst hier. Ja, und hier ist es auch wieder so ein vorgefertigter lilaner, also ganz selbstklebender zum Abziehen. Und wie ihr die Umschläge dann bebastelt, ob nur vorne oder hinten und vorne oder wie auch immer, das bleibt euch vollkommen überlassen. Auch den könnte man senden. Hier habe ich wieder geprägtes Papier genommen, ein bisschen Stencil, natürlich Gilding Wax, ich liebe das Zeug. Und habe den auch vorne und hinten schön. Ja, schön und relativ einfach dekoriert. Also das ist eine einfache Deko. Ich finde, die macht trotzdem echt was her. Das ist dann hier so ein Umschlag, den man tatsächlich ein bisschen anfeuchten muss, um ihn zu kleben. Auch wieder ein gekaufter Umschlag. Ja, auch hier habe ich Edith Holden Papier genommen. Vorher den Umschlag, jetzt mal die Grundlage gestencelt. Auch wieder mein Adressfeld drauf. Und auch hier seht ihr, das ist einer zum Selbstzukleben. Das hier ist wiederum ein richtig edler, gefütterter Umschlag. Und man kann das eigentlich mit jeder Art von Umschlag, die ihr rumfliegen habt. Ob es der günstigste im 100er-Pack ist oder wie die hier, die im 10er-Pack verkauft werden, bleibt euch voll überlassen. Macht aber echt was her. Es ist doch mal ein Umschlag, der kann sich sehen lassen. Genauso wie diese. Auch wieder hier ein selbstklebender mit einem ziemlich festen, dicken Papier. Buchseite, Adressfeld, Gilding Wax. Check. Dann habe ich hier, mal gucken, ob ich ein bisschen näher rankomme, ob ihr das gut sehen könnt. Ja. Hier habe ich Strukturpaste genommen, beziehungsweise Krakelierpaste. Und habe ein Stencil genommen und diese Krakelierpaste aufgetragen mit dem Stencil. Der ist so ein bisschen rubbelig geworden. Trotzdem, man kann ihn versenden, also es ist echt stabil drauf. Es ist nur durch diesen Crackle-Effekt, hat er sich ein bisschen zusammengezogen. Ja, wird an dem Versenden an sich keinen Schaden mehr. So, das ist der eine Streich. Vorgefertigte Umschläge, gekauft, gebastelt, fertig. Das ist wirklich eine relativ schnelle Angelegenheit, wenn man dann Ideen hat. So, nun kommen wir mal zu den komplett self-made Umschlägen. Happy Mail Nummer 2. Und ihr seht schon auf den ersten Blick, wir haben hier drei verschiedene Größen. Und Umschläge. So, ihr müsst jetzt mal hier ein bisschen zur Seite rutschen. Okay. So, wir haben drei verschiedene Umschlaggrößen hier am Start.
Und diese Umschläge habe ich alle selber gebastelt. Das ist jetzt aber nicht so ein Gefummel, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich zeige euch das gleich, wie das geht. Oder mindestens mal, wie ich das mache. Also es gibt bestimmt tausend eine Art, sowas zu tun. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich gemacht habe. Hier habe ich aus einer Zeitschrift ein sehr stabiles Papier genommen und habe ein bisschen Buchseite und ein paar Die-Cuts quasi selbst gemacht. Und hier könnte man theoretisch das hinter diese Lasche stecken oder zukleben. Wie auch immer. Das ist natürlich nicht zum Versand geeignet, weil der einfach wirklich eher ein Junk Journal Umschlag ist. Klein, süß, fein. My life. So, in der gleichen Größe habe ich noch einen gemacht aus Notenpapier. Ein echt alt Notenpapier. Und ein paar Blüten, einem schönen Sticker. Und ja, hier muss man mit so einem alten Notenpapier muss man natürlich echt vorsichtig umgehen. Das ist auch was für ein Vintage Journal, für ein Junk Journal vielleicht. Dieses alte Notenpapier ist nicht nur auf Öl getrimmt, das ist wirklich alt und deswegen auch ein bisschen fragil. So, jetzt kommen wir mal zur zweiten Größe. Das ist, sag ich mal, mein Umschlag, den ich groß genannt habe. Kommen wir gleich auch noch zu, was ich hier für verschiedene Sachen habe. Und hier habe ich nach Herzenslust alles gemacht, was mir so eingefallen ist. Ich habe erstmal als Grundlage so eine Magazinseite genommen. Aus einem Heft mit echt schönem, stabilem Papier. Habe hier verschiedene Die-Cuts genommen, Halbperlen, Schrift. Ich habe auf Buchseiten gestempelt. Hier noch so einen schönen Sticker drauf und ja, so ein Tab dazu. Das hier ist übrigens auch ein echtes altes Glanzbildchen oder eine echte alte Liebesmarke. Und ich musste der Dame hier ein Krönchen aufsetzen. Ich konnte nicht anders. Hier haben wir nochmal Noble. Auch wieder mit einer Halbperle. Und es muss natürlich auch bei Vintage, muss auch irgendwie so ein bisschen so ein Tüdel dran, oder? Ein bisschen Spitze muss sein. Das ist einmal ein Umschlag in der Größe groß. Hier, zweiter in der gleichen Größe. Habe ich auch wieder eine Magazinseite genommen, allerdings diesmal eine, die ein bisschen leichter ist. Habe ein bisschen YouTube verbastelt, ein paar Stencils, ja, und hier habe ich auch Charms mit dran gehängt. Ja, man muss sich mal ein bisschen überlegen, bevor man den Umschlag zusammenklebt, macht das schon Sinn, hier die Brads, das ist nämlich ein kleiner Brad, ich hoffe, ihr könnt das sehen, Brad durchzustecken, erstmal fest zu tüdeln und dann erst den Umschlag komplett zusammenzukleben. Also das Einzige, was man hier echt mit Hirnschmalz tun sollte, ist wirklich die Reihenfolge der Dinge. Ja, auch hier ist ein kleiner Brad dran, ein kleiner Engelsflügel. Hier seht ihr, wie die zugemacht werden. Eigentlich easy peasy, nur wenn das hier halt unten drin ist, das ist natürlich ein Gefummel. Klarer Fall. So, das war der zweite, der großen Größe. Jetzt kommt hier C6, das ist die, sag mal, obergroße Größe. Also das kriegt man gerade mal auf ein Zeitschriftenblatt, die Schablone, um sich diesen Umschlag zu basteln. Hier habe ich auch wieder eine alte Liebesmarke geschnappt, bisschen was aus dem Edith Holden Buch, ein paar Die-Cuts und was aus einem Stamperia-Blöckchen. Hinten habe ich auch wieder so ein kleines Die-Cut-Thema gemacht. Ja, das ist eine Atlasseite übrigens, eine Atlasseite mit Stencil. Also das ist eine Atlasseite, um genau zu sein, aus dem Inhaltsverzeichnis. Weil die richtige Atlasseite kommt hier. Das ist auch eine Atlasseite, Buchseiten, Doily und irgendwer scheppert draußen gerade furchtbar rum. Das wird ein Pferd sein, was Hunger hat. Ja, ein bisschen altes, auf alt getrimmtes Foto. Das ist tatsächlich kein echtes altes diesmal. Ja, ein paar Sticker. Und alles irgendwie sinnvoll übereinander gestapelt. Ja, hier, das ist auch ein Sticker, dieses kleine Vintage-Teilchen hier. Einfach sinnvoll mal ein bisschen gestapelt. Eine Liebesmarke mittendrin. Die fällt eigentlich auf den ersten Blick kaum auf. Sieht so ein bisschen aus wie jedes Land. Jo, dort habe ich noch einen Stamperia Die-Cut mit auf einer Buchseite gehabt. Und das ist dann der Umschlag, die Innenseite vom Atlas. So, dritte und letzte C6-Seite. Ich habe hier Tags dran gesetzt mit einem kleinen Brad. Kann man sogar bewegen. Dies hier ist, weiß ich gar nicht, ob das ein echtes altes Bild ist. Da stehe ich jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Das
Müsste ich nochmal nachgucken. Ja, und auch hier Diecuts, Halbperlen. Und hier habe ich in dem Jute-Stückchen mit Glitzer noch einen kleinen Charme dran gesetzt. Sowas alles kann man machen, wenn man diese Umschläge in ein Journal setzen möchte und sie nicht irgendwie versenden, weil sonst kriegt die Post garantiert eine Krise oder der Umschlag geht kaputt. Hier hinten wieder so ein bisschen was drauf. Hier dieses alte Papier, das habe ich mit Scotch Tape stabilisiert, weil je öfter man das auf und zu macht, dann wird es brüchig und dann geht einem das auch mal ab. So, werden wir erstmal durch mit dem kleinen Umschlag-Flip-Through und jetzt kommt der Tutorial-Teil. Der Tutorial-Teil. Ich bin heute voll amerikanisiert. Ich räume erstmal den Kram hier zur Seite. So, Bildausschnitt. Jo, läuft. Ich habe mir jetzt hier einfach mal ganz stumpf eine Seite aus einem Magazin geschnappt. Ich habe einen Stift und ich habe meine Schablone. So, jetzt nehme ich mir einfach meine Schablone, hau die hier irgendwo drauf. Und zwar so, dass ich möglichst nichts von der Schrift habe. Also in diesem Fall möchte ich keine Schrift haben. In manch anderen Fällen möchte ich Schrift haben. Das heißt, so ein bisschen drehen und wenden, ein bisschen hin und her zirkeln, sodass man möglichst viel von dem Motiv hat, was man gerne haben möchte. Gucken, dass man überall quasi noch auf dem Papier sich aufhält und nicht irgendwo über die Kante geht. Dann einmal rundherum. So, und für diese Schablone lohnt es sich wirklich, eine dickere Pappe zu nehmen. Zum Beispiel eine Pappe hinten von einem Schreibblock oder ja, vielleicht eine Buchrückseite oder irgendwas, muss halt nur entsprechend groß sein. So, was das hier ist, da kommen wir gleich zu. Jetzt schnappen wir einmal fix die Schere. Einmal drumherum. So, und sag mal, die Schablone, die ich euch gerade gezeigt habe. Ich schneide jetzt hier auf der Innenseite, dass man die schwarze Linie nicht mehr sieht. Die kann man natürlich auch, könnte man auch drin lassen und sehen. Das wäre jetzt wurscht, nur man muss sich halt vorher entscheiden, weil sonst sieht es unordentlich aus. Und zwar unschön unordentlich. So, also das ist jetzt hier beispielhaft die eine Schablone für, ich meine, ich habe sechs verschiedene, wenn mich nicht alles täuscht. Ich zeige euch die anderen Schablonen auch gleich. Hier muss man nicht perfekt ordentlich schneiden. Also schon so, dass die Kanten harmonisch und gerade sind. Aber ob man jetzt die Linie genau trifft oder Millimeter daneben liegt, ist bei diesen Schablonen echt ziemlich egal. Das heißt, die Dinger sind auch ziemlich schnell hergestellt, weil man jetzt nicht mit der kleinen Fussy-Cut-Schere hier rangehen muss, sondern einfach mal eben drumherum schnipseln kann. Mal eben drumherum schnipseln. So, ich habe hier die schönen Blüten drin. Und ob ihr das Zeug jetzt hier auf dem Notenpapier anwendet, auf einer riesengroßen Buchseite, oder auf einer Atlasseite, wie ihr gerade gesehen habt, auf dem Comic, auf dem, weiß ich nicht, einer Serviette wäre vielleicht ungünstig, weil die kann man so schlecht falten. Das bleibt euch komplett überlassen. Papier eurer Wahl, was auch geht, ist natürlich Designpapier. Das ist nur einfach ein bisschen, also mir zu dick zum Falten. Heißt nicht, dass es generell zu dick ist zum Falten. So, wir haben jetzt das Papier. Ihr müsst euch natürlich überlegen, Innenseite, Außenseite. Ich möchte das außen haben, deswegen lege ich es aufs Gesicht. Der Stift darf erstmal weichen. Ihr habt gerade gesehen, mit der Schablone hier drumherum gezeichnet, ausgeschnitten. Die Schablone ist meine Innenkarte. Die lege ich hier einfach rein. So. Ja, einfach so halbwegs brauchbar. Und dann falte ich zuerst rechts, links rein. Und dann oben und unten. Das Ganze ohne das Papier irgendwie zu zerreißen. Ganz einfacher Lack. So, jetzt habe ich ja meinen kleinen Kleber. Jetzt nehme ich erstmal mein Innenteil raus. Was hier Sinn macht, ist einmal. Na, komm schon. Kleber, machst du mitspielen? Ja, meine kleine Nadel rostet etwas. Deswegen habe ich jetzt einen braunen Streifen und keinen weißen. So, also einmal diese Linie verfolgen. Was ich immer noch mache, ist hier dieses kleine Eckchen hier noch mit extra kleben.
Das hat sich bewährt, dass dann da nichts absteht irgendwie. So, Kleber erstmal wieder retten. Ich glaube, ich brauche eine rostfreie Nadel. Naja. So, einmal da und andrücken. Und da könntet ihr theoretisch auch einen Klebestift nehmen, wenn er vernünftig klebt. Na super. Das ist jetzt der Rost auf meinem Kleber. Aber ich wollte ja eh neues Papier nehmen. Und das wird auch bestimmt ein Umschlag fürs Junk Journal. So, fertig ist der Lack. Zugeklebt. Und ihr habt einen Umschlag, den ich in der Größe Brief groß genannt habe. Man könnte den jetzt einfach hier nehmen, hier reinstecken. Kann natürlich auch zukleben und fertig. Ich habe mir diese Schablonen hier gebaut. Ihr könnt euch auch bauen. Wenn ihr jetzt, oh Mann, das ist voll anstrengend, das ist voll nervig, ich weiß nicht, wie ich die Maße machen soll und so weiter und so fort, kann ich gut verstehen. Ich habe noch ein Mini. Hier habe ich meinen C6. Hier habe ich einen kleinen. Dann habe ich noch einen langen und einen extra langen. Diese 3, 4, 5, 6 Schablonen habe ich mir zusammengestellt. Und die habe ich mir wirklich selbst gezeichnet, ausprobiert und immer wieder ein bisschen verfeinert. Was ich euch jetzt anbieten kann, und man muss ja das Rad nicht dreimal finden, ne? Ich bin ja super gerne bereit, anderen Bastlern zu helfen. Dementsprechend kann man, ne? Das Königliche und so. Nein, Spaß beiseite. Also ihr könnt, wenn ihr lustig seid, schreibt ihr mich bei Facebook an. Ne? Ihr findet mich da auch unter Varia Loves Paper. Und schreibt mich an und fragt, ob ihr das PDF zu diesen Schablonen bekommen könnt. Könnt ihr gerne. Also wer mich anschreibt, dem schicke ich das zu. Via Facebook, total einfache Sache. Und dann, also wie gesagt, habt ihr das PDF-Format. Ihr druckt euch das in Originalgröße aus, also 100%. Das sind mehrere Seiten, das heißt, ihr werdet mehrere Seiten mit diesen jeweils mit einmal dem großen Teil und einmal dem mittleren Teil bekommen. Wenn ihr euch die ausgeschnitten habt, legt ihr euch die auf irgendeine Pappe drauf. Na, je stabiler, desto besser zum Drumherum malen. Das hier ist ein bisschen dünn, das ist ein bisschen anstrengend. Je stabiler, desto besser. Und dann malt ihr euch das einmal auf und dann schneidet ihr euch das einmal aus der Pappe aus. Kleiner Tipp, nehmt ein Cuttermesser oder irgendwas richtig Scharfes von mir. Ich habe es hier mit der Schere gemacht, weil mein Cutter irgendwie nicht auffindbar war. War anstrengend. Ja, und dann habt ihr eigene Schablonen und dann geht Umschlagbastelei, geht denn sowas von ratzenfatz. Da kommt ihr gar nicht aus dem Umschlagbasteln raus, weil ihr euch einfach Tonnen an Umschlägen macht und jede Tageszeitung und jede Zeitschrift wird plötzlich zu einer Umschlagquelle. Ja, so. Das war's von mir. Was man mit dieser wunderschönen Schablonenarie machen kann, habt ihr hier gerade gesehen. Wenn ihr sie haben wollt, schreibt ihr mich bei Facebook an, Varia Loves Paper, genauso wie ihr mich hier gefunden habt. Und dann gucken wir mal, ob wir ins Gespräch kommen. Dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich freue mich riesig, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Und ich glaube, dass alle, die mich anschreiben werden, haben mein Video scheinbar bis zu Ende geguckt. Yippie! Ja, mir bleibt noch zu sagen. Bis demnächst in diesem Kino.